Mein Name ist Maximilian Gierl, ich bin Outdoor- und Adventure-Fotograf und heute zeige ich euch mal, was ich so auf eine Skitour mitnehme. Einfach so eine Standard-Skitour mit, je nachdem, das Foto-Equipment stelle ich euch vor, aber ich nehme nicht immer alles mit. Also, fangen wir an. Das ist mein Standard-Ski, das ist der Salomon X-Alp, der heißt heute Salomon Mountain, soweit ich heiße, MTN. Und ist relativ leicht, wiegt 1 Kilo pro Ski. Ist 74 unter der Bindung. Jeder normale Skitourengeher wird mich auslachen. Das ist mein Pulver-Schneeski. Der reicht mir, mit dem kann ich alles fahren. Von Nordwand über ein bisschen gute Pulvertour-Schnee, als auch schlechte Schneeverhältnisse. Schön steif mit Carbon-Konstruktion. Absolut happy. Dann als nächstes habe ich hier Rennstöcke. Die sind von Dynafit. Gibt es auch von Leki. Das sind sogenannte Skitouren-Rennstöcke, die haben einfach den Vorteil, dass sie hier unten so einen Spitz haben. Und das ist eben gerade was relativ hilfreich ist, gerade wenn es auch mal harschig ist oder eisig ist. Das bewahrt mich davor, dass ich Harscheisen rausholen muss. Und das ist ja meistens eher dann wieder mit Zeitverlust verbunden. Deswegen die Stöcke wirklich super, sind halt immer Einheitslänge. Gibt es aber auch von Leki verstellbar, wiegen einfach nicht viel und halten recht lang. Die halten jetzt schon die dritte Saison, glaube ich, fast. Gut, dann kommen wir zum nächsten, was wir immer dabei haben. Ist eine LVS. Hier, ich habe das von Mammut, gibt es verschiedene Marken. Am Ende ist es völlig egal, welches man hat. Das Einzige, was zählt, ist, dass ihr wisst, was man damit machen muss und wie man damit umgeht. Training ist unabdingbar. Regelmäßig auch mal schauen, ob die Batterien noch gut sind. Und das ist mal das eine. Ich schalte jetzt aus, weil ich komme gerade von der Skitour zurück. Und dann habe ich natürlich auf einer weiteren Ding habe ich natürlich hier das restliche Lacquin-Equipment dabei. Schaufel, Sonde, Schaufelstiel. Das hier ist der Lowe Pro Powder, ein Skitouren- und Fotografierucksack, der wirklich sehr, sehr praktisch ist für eben Skitouren und auch mit Fotografieren. Hält das Stativ auch dran und hat eben extra Fach hier für das Lawinen-Equipment, was wirklich sehr, sehr lobenswert ist. Vor allem auch hier, ich habe es nicht mitgenommen jetzt, aber da würde noch gut das Erste-Hilfe-Set reinpassen oder was man sonst so braucht. Wirklich ein super Rucksack. Dann gehen wir weiter. Handschuhe. Meine sind meine Standard-Handschuhe von der Heat Company. Das ist der Heat To Windex, wenn ich mich nicht täusche. Ich verlinke das alles unten drunter. Der Vorteil an diesem Handschuh ist für mich als Fotograf und auch sonst, ich habe hier mit einem Griff die Möglichkeit, meinen Finger rauszutun und die auch wieder zu dingen. Der ist windresistent, mit dem kann ich eigentlich wirklich jede Skitour machen, auch bei minus 20 Grad. Funktioniert wirklich perfekt für mich. Dann Felle, logischerweise für die Ski. Das sind welche von Dynafit, gibt es von verschiedenen Marken. Ich schätze einfach die von Dynafit, weil ich die einfach am Gipfel oben einfach zusammenklatschen kann und weil sie aufgespannt sind. Das heißt, selbst wenn sie nicht mehr so gut kleben, halten sie halt auch noch. Das ist ja kein Dynafit-Ski, aber es gibt trotzdem, muss halt ein bisschen suchen, dann findet man schon das passende Fell auch zu einem anderen Ski. Sonst kann man sie ein bisschen zuschneiden, die Länge muss einfach stimmen.
Gut, dann als nächstes haben wir hier Isolationsschichten. In dem Fall habe ich noch eine Mammut-Daunenjacke dabei. Ich verlinke die unten, mir fällt gerade nicht ein, wie sie heißt und es steht leider auch nirgendwo drin. Irgendeine Daunenjacke macht auf jeden Fall Sinn. Weiter dickeres Stirnband und dickere Handschuhe, wenn es mal richtig pfeift am Gipfel. So, bevor wir jetzt doch zum Fotografiezeug kommen, was habe ich jetzt an? Ich habe einen Scarpa Alien RS Skischuh, den gibt es nicht mehr. Ich glaube, es gibt nur noch den Scarpa Alien Schuh. Ist ein super Kompromiss aus Gewicht und Stabilität. Habe ich diverse Skitouren damit gemacht, unter anderem den Mont Blanc, als auch die Dufourspitze, Pollux, Rimfischhorn. War ich alles mit dem Schuh, hat er eigentlich nie zu kalt, sonst kann man auch unten was einkleben, so Wärmepads oder Heizsocken nehmen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, für mich im Moment das Optimum an Balance zwischen Gewicht und Stabilität. Hier habe ich eine La Sportiva Aero Pants, die ist leider schon ein bisschen kaputt, gibt es aber immer noch, kann ich sehr empfehlen. Die hat vor allem auch hinten, hat sie so ein Fach für den Autoschlüssel. Das LVS passt bei mir knapp nicht rein, aber es würde wahrscheinlich gehen, wenn man etwas murkst. Obenrum habe ich ein Merino-Shirt an. Man sieht das jetzt nicht, aber ich habe unter diesem, an dem Merino-Shirt dran, habe ich noch Armlinge von Dynafit. Auch die verlinke ich unten. Dann hier dieser Lever Ortless Jacke. Zweimal jetzt in dem Fall übereinander, weil es relativ kalt war heute früh. Und weil ich die zusätzlichen Taschen für Equipment gebraucht habe. Und ja, das ist einfach eine Jacke, die hat hier eigentlich keine Isolation, am Rücken wenig Isolation, ist relativ winddicht und kann ich deswegen wirklich nur empfehlen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so ein ultraleichtes Stirnband, die gibt es in verschiedenen Marken. Das hier ist jetzt von Pomoka oder Dynafit. Die sind sehr, sehr angenehm, sind auch nicht kalt, wenn sie mal nass sind. Das ist ideal. Dann zuletzt, die habe ich vergessen, aber ich hole sie schnell. Zuletzt habe ich hier noch eine Sonnenbrille, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, arbeite ich mit Glorify zusammen. Die haben ein ganzes großes Sortiment an verschiedenen Sonnenbrillen. Das hier ist die Brille, die ich auf den meisten Hochtouren dieses Jahr dabei hatte. Das ist die G13 Erzberg Rodeo. Sehr angenehm, dass sie das blaue Licht nicht so sehr filtert. Es gibt dort auch noch sogenannte Transformer-Brillen. Die kann ich unbedingt empfehlen fürs Bergsteigen. Gerade wenn man auch mal in Nordwänden unterwegs ist, dann sind die quasi durchsichtig. Und wenn man in die Sonne kommt, dann färben sie sich dunkler, tönen sich dunkler und man hat dann wirklich einen optimalen Schutz. Das ist wirklich was ich absolut empfehlen kann. Gut, dann kommen wir noch zu den weiteren Ausrüstungsdingen, die ich hier dabei habe. Ich habe hier eine Canon EOS RP, eigentlich meine Standardkamera mit dem Canon 15-35. Was ich immer dabei habe, das ist so meine To-Go-Kamera, die passt hier sehr schön in das Deckelfach. Ich tue sie jetzt mal kurz hier raus. In dem Deckelfach hat es hier noch eine weitere Eingriffstasche. Dort habe ich Equipment, Reserve-Akkus, Putztücher für die GoPro, für die Insta360 und für die Kamera. So ein Blasebalg für den Sensor zum Putzen auf den spiegellosen Kameras. Das ist was sehr, sehr wichtig ist. So, dann kommen wir zuletzt noch zum Fotografiezeug. Das Stativ hängt bei mir hier außen dran. Lohnt sich bei mir halt vor allem, wenn ich mit Filtern fotografiere, wie heute. Das ist ein Gizzo Traveler GT2545T. Das ist nicht das leichteste, aber das ist bockstabil. Das heißt, da habe ich sicher keine Verwacklung drin, wenn ich mit dem Filter fotografiere. Dann haben wir hier meinen Fotografie-Rack, was ich jetzt heute dabei habe. Ein Canon EF70-200 2.8 bildstabilisiert. Perfekte Linse, super scharf. Ja, bis heute eine eigentlich meiner Lieblingslinsen für Porträts, für Landschaft. Einfach was sich nie missen möchte. Gepaart mit einem Zweifach-Extender, damit ich bis 400 mm an Brennweite hinkomme. Heute habe ich mir gedacht, vielleicht brauche ich es noch. Habe ich noch
das Canon RF 35mm f1.8 reingetan. Habe ich jetzt nicht benutzt. Dann eine Drohne. In meinem Fall, weil es ein paar Höhenmeter waren, eine kleine Drohne, eine DJI Mini 2 mit zwei Reserveakkus und einer Fernbedienung, die noch hier ist. Und dann noch zu guter Letzt, weil es eben heute so schön Nebel hatte, Filter, ND-Filter von Breakthrough. Die sind aus Amerika, es sind wahrscheinlich noch nicht so bekannt, extrem wertig gearbeitet. Ich habe hier zwei ND-Filter, das sind Steckfilter, einmal einen 10-Stop-ND-Filter, also ND1000, und einen 6-Stop-ND-Filter, heißt ND600. Wenn ich die übereinander tue, habe ich 1600, das heißt, da kann ich gut auch bei Tageslicht eine Minute oder länger belichten, je nachdem, wie ich die Blende einstelle. Schaut euch die unbedingt mal an. Keine Farbstiche oder irgendwas gibt es nicht, was ich bisher gesehen habe. Die sind nicht ganz günstig, aber die Qualität ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich zeige euch doch gleich dann noch im Anschluss noch ein paar Bilder, die ich heute gemacht habe mit diesem Filter. Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, das war es eigentlich dann schon mit meinem Fotografie-Equipment, was ich hier ungefähr habe. Ansonsten noch irgendwas zu trinken hier, und einen Riegel habe ich im Regelfall dabei für 1000 Höhenmeter oder mehr, maximal zwei Riegel. Sonnencreme ist noch da oben drin, habe ich noch vergessen. Und ja, ich denke, das ist eigentlich so, das ist so mein Standard-Equipment. Je nach Verhältnissen habe ich noch Harscheisen dabei, manchmal auch Steigeisen. Das brauchen wir jetzt im Moment bei den besten Pulververhältnissen zum Glück nicht. Und ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, auch so ein bisschen Insight, was ich so mitnehme auf eine Tour. Vielleicht hilft es euch auch, damit ihr so ein bisschen wisst, wie und was. Grundsätzlich einfach Skitouren gehen ist was, was sehr im Trend ist aktuell. Und ich möchte euch einfach bitten, bevor ihr jetzt einfach ins Gelände geht, macht doch bitte einen Lawinenkurs. Das wäre mir wirklich wichtig. Es hat schon so genügend Unglück in den Bergen, und Skitouren gehen per se ist nicht gefährlich, aber es braucht schon eine gewisse Erfahrung, dass man auch einfach den Schnee richtig lesen kann. Und dann macht es auch Spaß, und man kann auch mit fundiertem Wissen gute Entscheidungen treffen. Aber das ist wirklich was, wenn ihr es noch nie gemacht habt, wenn ihr einfach mal probieren wollt, geht auf eine Piste, aber auf einer, wo es erlaubt ist. Auch da müsst ihr einfach informieren. Und dann ist das eigentlich grundsätzlich so, dass ich euch wirklich empfehle, dann vom DAV, vom SAC, was auch immer, wirklich einen Lawinenkurs zu machen. Und sonst vielleicht auch mal ein Skitourenweekend zu machen mit dem SAC oder mit dem DAV oder dem ÖAV. Einfach, dass ihr richtig ja, so ein bisschen Tipps kriegt von Profis sozusagen. So, that's it. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann doch einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und noch mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Und wenn ihr es macht, dann sehe ich euch im nächsten Video. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Ciao.